Jo, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir Part 3. Letztens waren wir stehen geblieben, genau hier. In den ganzen Trainern. Aber, ja, wir sind noch nicht sehr weit gekommen. Wollen wir mal kämpfen? Genau. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zu zu Cradars Vater, dem großen Arena-Leiter und dem letzten, glaube ich auch. Dem vorletzten aus den ehemaligen Episoden. Editionen meine ich. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen trainieren. Und ich habe gesagt, Glut wäre die richtige Wahl immer. Ja, es kann sogar Verbrennungen erleiden. Das ist sehr praktisch. Dann wie gesagt, während der Aufnahme kann es halt passieren, dass der Sound irgendwie gecuttet wird. Das liegt nicht an mir, das liegt eher am Aufnahmeprogramm. Ja, das ist dafür verantwortlich. Ich kann nichts dafür. Es hängt sich mitten in der Aufnahme auf und macht die Aufnahme erst später weiter. Also hängt sich irgendwie auf erstmal. Da war gerade irgendwas im Gras, was ich übersehen habe. Sollte vielleicht weniger rumlungern und mich mehr auf den Weg konzentrieren. Naja. Es ist Käfersammler Baldur. Baumkühl. Ja, es tut mal gut. Eigentlich ist es auch gut, dass wir Flemly genommen haben. Ja, zum Anfang ist es immer gut, weil es nur Käfer-Pokémon sind. Keine große Aufgabe für Flemly. Und wir werden noch die besten Seiten des Spiels erleben. Jetzt ist es nur noch der. Es ist erst der Anfang, also. Haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Ich werde mich auch eher auf dieses Let's Play konzentrieren und mal ja andere so ein bisschen außen vor lassen. Ich bin einfach zu klein. Ich versinke regelrecht im hohen Gras. Manchmal gerät sogar ein Grashalm in meine Nase und Hatschi! Alles klar, Jungchen. Wen haben wir noch mal im Team? Unser Pfiffchen, genau. Wie ist so dein Status? Wie ist dein Status so? Boah, Eiszahn? Okay. Ziel schreckt eventuell zurück oder friert ein. Ja, das. Ultimativ. Das ist ja ein besonderes Pfiffchen dann. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube. Also uns wird hier echt, werden echt neue Seiten des Spiels gezeigt. Also sowas, das normal, also Pokémon vom Typ normal schon gleich am Anfang solche mächtigen Attacken drauf haben. Wie Eiszahn. Krass. Oh, jetzt schreckt es sogar noch zurück. Ja, die Attacke hat gesessen. Wir haben noch nicht mal was abbekommen. Also unglaublich. Hugo will Schwalbini einsetzen. Ja, dann lasse ich doch mal gleich Pfiffchen drinne. Ui. Woher kommt das denn jetzt her? Ja, bestimmt von oben und nicht von unten. Aber Level 2 Schwalbini ist kein Gegner für Pfiffchen. Ich habe dich ja eigentlich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Tja. Wollen wir mal die ersten Beeren aufsammeln? Das war jetzt keine Frage, sondern. Ja, wir tun das jetzt direkt. Yeah, ey! Geile Animation. Wie so in einem Legend of Zelda-Spiel.
Naja, halbwegs. Okay, und hier war nichts. Gut, dann lass uns wieder zurück. Die Karte erkennt man derweil nicht so gut. Auch ein Flemmi kann ruhig vorne bleiben. Die Trainerin nehmen wir uns mal später vor. Ja, und ich sehe, der untere Bildschirm ist gerade abgekackt, das macht nichts. Ich glaube, in dieser Episode werden wir ihn sowieso nicht brauchen. Aber wer ist das? Hey! Hey! Wie läuft's, Credda? Schleißt du dich auch immer schön an versteckte Pokémon an und benutzt fleißig dein Pokédex Navy? Dein Pokédex Navy reagiert auf Pokémon, die sich in der Nähe aufhalten, wenn du den Suchmodus aktivierst. Das ist praktisch. Praktisch und weiter. Oh hey, schau mal da, Credda. Ja, was denn? Oh, lauter Papinella. Oh. Das ist, glaube ich, noch dieses einzige Bild, was ich noch in Erinnerung habe. Aus den Gameplay-Footages. Ja, Papinella. Am besten schaue ich nachher mal in mein Pokédex Navy, um sicher zu gehen. Genau. Der Spaß, der vergeht wie im Flug. Dein Vater Norman ist dort der Arenaleiter, stimmt's? Ich will ihn unbedingt zum Kampf herausfordern, aber erst, wenn ich ein bisschen stärker bin. Mach's gut, Credda. Jo. So ist es. Ich will ihn auch mal irgendwann herausfordern. Er ist mein eigener Dad. Ich könnte stolz auf ihn sein, dass er ein Arenaleiter ist. Okay, Blütenburg City, was hast du so uns zu bieten? Ich schleiche mal an die Person heran. Wo ist unser Heiko nur abgeblieben? Oh ja, Heiko, Heiko, Heiko. Aber erst Pokémon heilen. Und das ist das Pokémon Center. Na, wie sieht's denn so aus hier? Kann man sich auch hier Rast machen und hinsetzen? Kann man sich nicht hinsetzen? Doch, es geht. Zum Glück. Schönes Gefühl. Okay, dann lass uns mal heilen. Deine Pokémon sind in Noqua nix fit. Also von der Struktur her fand ich die Pokémon Center zwar äußerlich schlechter, wie sie hier sind, aber von innen sieht es eher in Pokémon X und Y besser aus, finde ich. Naja, aber es ist jetzt kein großer Faktor, der was irgendwas ausrichten könnte. Nicht schlecht. Ja, das war ein guter Kampf. Danke. Du kannst mich jederzeit ein weiteres Mal zum Kampf herausfordern. Ich freue mich schon sehr darauf, dich und dein Team wiederzusehen, wenn ihr stärker geworden seid. Vielen Dank. Aber jetzt lege ich jeden Tag eine Extrastunde Training ein. Bis zu unserem nächsten Mal Kampf. Arenaleiter Norman, ich habe viel von Ihnen gelernt. Vielen Dank für alles. Oh mein Gott, ich scheiß mir gleich in die Hose. Was passiert hier? Quenar. Dann ist mit dem Umzug alles glatt gegangen. Aber was stehen wir hier eigentlich draußen herum? Lass uns in der Arena in aller Ruhe miteinander reden. Mir nach. Yo, Dad. Sir. Dir nach. Sag mal, hast du's? Was? Hast du's ein. Was? Etwa alleine hierher geschafft? Wow, ich bin schwer beeindruckt. Hey, du hast ja schon ein Pokémon-Team. Na dann, dann ist die Sache klar. Du willst bestimmt in meine Fußstapfen als Trainer treten, habe ich recht? Da bin ich ja schon mal gespannt. Wenn wir jetzt auch so eine schöne Kampfanimation vom Heiko erleben, oder besser gesagt mit Heiko. Entschuldigung, ich hätte gerne ein Pokémon. Ah, jetzt kommt's bestimmt. Wer? Ach, du bist Heiko. Du bist Heiko, nicht wahr? Ja, genau. Ich ziehe ab heute für eine Weile zu meinen Verwandten nach Wiesenfluh und hätte gerne ein Pokémon als Begleiter. Sie wissen schon, damit ich mich dort nicht so einsam fühle. Aber ich habe leider noch nie ein Pokémon gefangen. Aha, hast du das gehört, Credda? Hilf Heiko doch dabei, ein Pokémon zu fangen. Leider eins meiner Pokémon. Okay, ja, dann erleben wir jetzt tatsächlich, wie 3D-Animation der Trainer aussieht.
Also das hatten wir eigentlich schon davor auch erlebt. Und diese Pokébälle bekommst du natürlich mit dazu. Denn ohne Pokébälle gäbe es auch keine Pokémon-Trainer. Logischerweise. Logischerweise, ja. Du heißt Gradar, nicht wahr? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir bei meinem ersten Fang etwas über die Schulter schauen würdest. Aber fühl dich bitte auch nicht dazu gezwungen. Ich geh schon mal voraus. Jo, Heiko, Boy. Lass uns gehen. Auf ins hohe Gras. Ich will dich kämpfen sehen. Gradar. Pokémon verstecken sich in hohem Gras. Wie diesem hier, stimmt's? Nein, falsch. Du musst in den Bäumen suchen. Mann, oh Mann. Bitte bleib kurz hier und sag mir, ob ich beim Fangen auch alles richtig mache. Wow! Ein wildes Trassler? Wie sah der denn aus? Total scheu, schüchtern. Okay, ja. Zu allem Übel können wir jetzt den unteren Bildschirm leider nicht sehen, aber das macht nichts. Denn so ausschlaggebend ist das jetzt hier auch nicht. Das erledigt sich nur von alleine. Wir sehen hier dann bald, wie er einen Pokéball einsetzt. Also es ist noch kein großes Event zu sein. Aber jetzt erleben wir mal, wie der ganze Stil in 3D aussieht seit der dritten Generation. Was sich alles da verändert hat. Also unglaublich, wirklich beeindruckend. Weil früher, da hatte man in den Kampfszenen hatte man nur diese 2D-Perspektive. Da war es auch, naja, dann gingen die Kämpfe auch umso schneller vonstatten. Ich hab's geschafft, es gehört mir, mein eigenes Pokémon. Dankeschön, Gradar, lass uns zurück zur Arena gehen. Was erwartet uns nur dort? Ein Norman! Und, hat alles geklappt? Ja, wunderbar! Ich gebe Ihnen Ihr Pokémon zurück. Gradar, vielen Dank für deine Hilfe. Allein hätte ich dieses Trassler nie gefangen. Ich werde mich gut darum kümmern, Ehrenwort. Ach ja, ich möchte mich noch irgendwie erkenntlich zeigen. Gradar, darf ich mal kurz dein Pokémon-Multi-Navy haben? Und fertig! Jetzt ging ja mit Fingerschnips hier. Mit dem Spiel, Navy, kannst du deine Pokémon kraulen und besonderen Trainingslektionen unterziehen. Ja, bloß schade, dass ich gerade den unteren Bildschirm nicht eingeschaltet habe. Aber um es mal kurz zu demonstrieren, so sieht's aus. Also guckt im oberen Bildschirm praktisch. Über das PSS kannst du außerdem mit Freunden Pokémon-Kämpfe austragen, noch viel mehr. So stand das zumindest in einem Buch. Ich habe mich schon so darauf gefreut, endlich Zeit mit Pokémon verbringen zu können, dass ich mich über die Funktion des Pokémon-Multinavies schlau gemacht habe. Ja, wie böse. Trassler und ich werden immer unser Bestes geben. Ich hoffe, das gilt auch für dich. Wie spät ist es eigentlich? Meine Mama wartet bestimmt schon auf mich. Zisch ab, Heiko. Wir haben die Schnauze voll von dir. Danke, dass du unsere Karte nochmal erweitert hast. Ich bin schon gespannt auf seinen Werdegang. Aber jetzt zu uns, Sohnemann. Gradar, wenn du ein guter Trainer werden willst, hör auf meinen Rat. Nicht weit von hier befindet sich eine Stadt namens Metaross City. Dort solltest du als nächstes hin und die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Was soll das bedeuten? Steigst du vor einem Kampf? Streikst du, Dad, du selber? Naja, danach besuchst du die anderen Pokémon-Arenen und versuchst, die jeweiligen Arenaleiter zu besiegen. Für jeden besiegten Arenaleiter erhältst du einen Orden. Eines Tages werden wir also gegeneinander kämpfen. Aber vorher musst du noch um einiges stärker werden. Woher willst du das denn wissen, ob ich schwach bin oder stark? Das entscheide immer noch ich. Naja. Okay, dann wollen wir erstmal... Jo. Wollen wir uns hier weiter umschauen? Was ist das hier? Ist das Heikos Haus? Okay. Wollen wir mal kurz reinschauen? Wie gesagt, keine Frage, eher eine Aussage. Wer? Ach, du bist Gradar. Danke, dass du dich vorhin um Heiko gekümmert hast. War schon seit frühester Kindheit immer sehr gebrechlich. Aha. Deshalb soll er für eine Weile bei meiner Familie in Wiesenfurt zur Kuh gehen. Die Luft dort ist einfach um Welten besser als hier.
Du möchtest bestimmt mit Heiko sprechen. Er ist leider schon unterwegs nach Wiesenflur. Ich frage mich, wie weit er auf seiner Reise gekommen ist. Ja, der ist gerade mal von einer Minute oder so abgegangen. Heiko war überglücklich, als er uns erzählt hat, dass er ein Pokémon gefangen hat. Aha. Naja. Dann erfahren wir mal hier ein bisschen die seelischen Probleme unseren Heiko-Freunds. Unseres Heiko-Freunds. Was laber ich, ey? Gut. Route 104. Was erleben wir hier? Und ich reime wie ein Pro. Und ich schleiche wie ein Pro. Sprech an wie ein Noob. Bevor du ein Pokéball wirst, solltest du das Pokémon immer erst schwächen. Genau, das wissen wir alles schon. Okay. Oh nein, ich habe die Wingull verscheucht. Ich blöd, Mann. Wen haben wir hier? Oh nein, ich bin kein Trainer. Aber wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen augenblicklich die Fetzen. Hui. Na gut, wollen wir dich, ja, dich fordern wir auf alle Fälle raus. Denn ich weiß noch aus dem Smart Wedlock, dass du ein Knilz hast oder so ähnlich. Das heißt, wir haben alle Vorteile gegen dich oder dir gegenüber. Ne, es ist ein Samurzel, genau so hieß es. Ich glaube, du hast noch auch einen Knilz. Bin ich mir aber nicht mehr sicher. Ja, das ist jetzt blöd. Weil ich kann selber nicht sehen, was ich gerade eingesetzt habe. Ich glaube, es war Eiszahn. Jo. Mach es fertig. Los. Und hier nochmal. Kampf. Eiszahn. Oh, es speichert Energie. Es wird immer boshafter. Aha, und wenn es ein Volltreffer ist, dann wird es immer in Farbe markant gemacht. Level 6. Ein guter Anfang. Schwalbini war es, okay. War ich mir also doch nicht so sicher. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der Kampf gegen dieses Samurzel damals ein richtig brenzlig war. Er bin noch mit einem blauen Auge davon gekommen, aber es hätte auch schlimmer ausgehen können. Naja, und ist halt mit blöd gelaufen mit der Wedlock. Habt ihr leider verloren, wie ihr sicherlich wisst. Aber es ging. Also ich habe mich echt schon überangestrengt. Dann hätte ich auch nichts mehr besser machen können. Hab einfach mein Bestes versucht und es hätte quasi noch mehr rausholen müssen aus meinem Pokémon. Tja, und du wurdest jetzt besiegt, mein Kleiner. Lerne aus deinen Fehlern. Naja, du hast eigentlich gerade auch dein Bestes gegeben, hättest nichts besser machen können. Und alter Mann, wer bist du denn? Hahaha, meine kleine Pico ist heute mal wieder besonders gut gelaunt. Und da ist dieses Boot, womit wir fahren können dann später mit dem alten Mann hier an unserer Seite. Gut, dann wollen wir vielleicht nochmal hier die Bären einsammeln. Wie er sie mit voller Mühe rauszerrt aus dem Boden. Die arme Beere. Naja. Ich glaube, in diesem Part kämpfen wir noch einen letzten Kampf. Und dann würde ich sagen. Und da raschelt's Gras. Wir müssen kein A drücken. Wir müssen einfach uns nah ranschleichen. Es war ein Schwalbini, das gerade gepennt hat. Es ist Level 5. Ich fange es schon ein. Ja, es würde sich schon lohnen. Soweit ich noch Pokébälle habe, sollte es kein Problem sein. Jetzt bräuchten wir Beutel, Bälle, Pokéball. Go. Fang es.
sicher ein, bitte. Ich brauche jetzt dieses Schwabini, ich brauche. Ich vertraue in dich, Pokéball, los! Jo. Sicher gefangen. Super. Und natürlich ein Pokédex-Eintrag. Registriert. Schwabini ist noch klein. Es hat gerade erst sein Nest verlassen. Daher fühlt es sich manchmal einsam und weint nachts. Dieses Pokémon ernährt sich von Baumpüll. Das hat ja ein echt schnell ein schlimmes Ende genommen. Hier, weint nachts. Nee, erstmal so. Ja, es hat sein Nest gerade erst verlassen. Und dann kommt aus heiterem Himmel, es weint nachts und ernährt sich von Baumpel. Ja, ganz normal, wie es sich für ein Tier gehört. Auch im echten Leben. So läuft es auch in der Pokémon-Welt. Völlig barsch und total knallhart. Ich bin reich und da mir gerade langweilig ist, bitte bereite ich dir eine Freude und kämpfe mit dir. Wie nett. Schnösel René schickt Zickzacks raus. Aber deine Kohle gehört nachher mir, das ist dir schon klar. Deine ganze Kohle werde ich beschlagnahmen. Kratzer. Ja, jetzt hast du mir deinen hübschen, wedelnden Schwanz gezeigt. Das wirst du noch bitter bereuen. Jetzt erstmal Glut. Mal schauen, wie viel es abzieht. Naja, gerade noch so ganz viel eigentlich. Nochmal Glut. Schön. In der Wedlock war es auch so schwer, weil man nur zwischen Teams wechseln konnte, also Zweierpaare eigentlich. Man hatte nicht so viel Möglichkeit, jetzt da aus dem schwierigsten Kampf irgendwas noch rauszuholen, wenn man, wenn man am Abgrund stand praktisch mit seinem Pokémon, mit seinem Zweierteam, dann konnte man nicht auswechseln. Da war es so, es war so schwierig da, naja. Wir betreten den Wald in der nächsten Episode von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.